Unser heutiger Gast, meine Damen und Herren, hat eine sensationelle Zukunft vor sich. Und diese Zukunft hat bereits begonnen. Am Wochenende hat sein neuer Blockbuster-Film 4 Millionen Zuschauer am ersten Wochenende in die deutschen Kinos gelockt. Titel Vollidiot nach dem gleichnamigen Bestseller. Freue mich sehr, dass er auf seiner umfangreichen weltweiten Werbetournee heute Abend Zeit hat, hier bei uns vorbeizuschauen. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Superstar und Kinolegende, Entertainment-Guru und King of Comedy, Oliver Pocher! Das ist der Wahnsinn. Das ist... Ja. Ah, oh. Ja. Sehschwäche oder was? Nein. Nee, Intellektualität. Hey! Das heißt, du hast keinen Bock auf Kohle oder was? Nicht direkt. Nein, lass es mich sagen, weil du bist zu bescheiden. Es ist folgendes. In der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung war keine Kritik über dich und deinen neuen Film, sondern es war eine Hymne. Von A bis Z, ohne Abstriche. Es war Oliver Pocher, sensationell, Film, der Wahnsinn. Man erfährt in diesem Film mehr über die bundesrepublikanische Wirklichkeit als über jeden Grimme-Preis gekrönten Spielfilm. Und mit anderen Worten, Medien Deutschland steht dir offen. Wo kann das jetzt noch hinführen nach dieser Heiligsprechung? Harald. Ich weiß es nicht. Nein, das ist doch wirklich, ich sag mal der ehrliche. Ich habe keine Ahnung. Also, es ist wirklich schon sensationell. Also, man rechnet ja, ich habe den Artikel vorgelesen und immer betont, dass. Bekommen oder gelesen? Vorgelesen. Nee, vorgelesen, ja. Ich anderen. Wem? Ja, so Eltern und Freunden. Ach so. Ja. Die zwei, die man hat. Und habe immer gesagt, dass es nicht die Bravo ist, sondern die FAZ vom Sonntag. Die FAS, die Sonntags-FAS, die ja noch strenger ist. Ja? Und die ja wochenlang dann zu Hause rumliegt und von einem Top-Autor der FAS geschrieben, der hat dich begleitet in deinem Tourbus? Ja, er war einen Tag praktisch, beziehungsweise war eigentlich nur 15 Minuten im Interview dabei und einmal kurz im Kino, ja, und hat mehr hinbekommen als der Kollege vom Stern, der ein Jahr dabei war. Wie, ein Kollege vom Stern hat dich ein Jahr begleitet? Ja. Bist du nicht sicher, dass einer vom BKA war? Der gesagt hat, der Pocher glaubt, ich bin beim Stern. Nein, also wirklich, war wirklich einer, der uns ein Jahr lang betreut hat. Mehr oder weniger, im weitesten Sinne. Gut, wie gibt's Reaktionen von Kollegen auf solche Kritiken? Ruft man da an und sagt, hallo, hier ist Stefan, ist ja riesig, Mensch. Ich freue mich wahnsinnig für dich und so. Ja, also ich habe das gar nicht jetzt direkt mitbekommen, aber wir waren zum Beispiel bei Kollegen, die wo wir in Leipzig gewesen sind, wo auch Filmkollegen und Filmschaffende da waren. Wer? Namen bitte. Ja, der eine ist Regisseur eines nicht ganz so erfolgreichen Filmes des Donnersmark? Nee. Das ist ja. Ach so, Entschuldigung. Das ist ja der Kollege, der ganz exklusiv überall den Oscar zeigt. Ja. Ja. Das habe ich gesehen. Ich habe den Trailer gesehen, wo du ins Kino reinrennst und diesen Oscar vor dir herzeigst, schon an der Premiere, als Parodie auf Donnersmark. Ja, ja. Wo ich gesagt habe, ich ihn persönlich aus dem Arsch gezogen. Halt. Ja. Bei Arsch war dann der Lacher? Oder wie? Ja, spätestens da. Den Rest haben die gar nicht mehr verstanden. Aber es ist ja schön, wie er das gemacht hat, diesen Film. Und, und ist es auch wirklich ein großer Erfolg. Das ist richtig. So. Es liegt vielleicht auch ein bisschen an den Schauspielern, aber er hat ihn letztendlich ja gemacht. Ja, und die Schauspieler, ich habe gehört, die Schauspieler haben alle die Gage zurückgestellt am Anfang, weil man nicht wusste, ob der jetzt Film wahrscheinlich auch nicht bekommen. Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass die jetzt auch wirklich gut bezahlt werden. Ja, also das heißt, wo geht das jetzt für dich hin nach einem solchen Hype? Nein, was heißt Hype? Naja, also erstmal bin ich froh, dass wir wirklich einen sensationellen Film gemacht haben, der auch gut ankommt. Und für mich ist das jetzt so, ich mache jetzt mein Soloprogramm, gehe auf Tour und spiele das in Weltstädten wie Gera, Düsseldorf, aber auch Luckenwalde. Das ist unser Publikum, da sind wir alle von Zeit zu Zeit. Richtig. Um wieder rauszugehen und zu sagen, grüß euch Gott, ihr Lieben, da seid ihr. Das wurde ja auch erwähnt, dass du sozusagen zu deinen Fans hingehst. Ja. Wo war das, in einem Außenbezirk von Berlin? Das war in Hellersdorf. Hellersdorf, also was ist das? Wie kann man das beschreiben, Menschen, die Berlin nicht kennen? Was ist das für eine Gruppe unseres Volkes, die dort lebt? Ja, also unser Volk im weitesten Sinne, die da leben. Wieso? Was meinst du mit unser Volk? Ja, ich meine... Das sind ja so Mediamarktkunden, oder was? Ja, zum Beispiel.
Ja. Ja, die halt so, Pucher, geil. Ja, da halt stehen. Also Nationalspieler. Ja, ja. Zum Beispiel. Ja, ja. Ja. Habe ich gerade im Mediamarkt gesagt? Das ja, aus Versehen. Das Schleichwerbung. Karstadt und Elektromüller. Stimmt. Mediamarkt, da hätten wir beide nichts mit am Hut. Null. Ja, wir sind noch nicht blöd. Aber das ist übrigens meine Lieblingsfrage momentan. Pucher, was ist das für ein Gefühl, jetzt vom Schwein abgelöst zu werden? Ach so, ja, verstehe. Ja. Ja, wir müssen aufpassen, dass wir es nicht übertreiben, aber es ist egal, wir können auch noch Saturn und so nennen, die gehören ja alle der Metro. Ja, also insofern ist es. Also das heißt, was machst du jetzt? Okay, dein Programm, das ja. heißt aus dem Leben eines B-Promis. Okay. Und ja, dann mache ich ein bisschen Pause und dann werde ich mit einer neuen Sendung im Herbst zurückkommen. Hui, erfahren wir das hier exklusiv? Nein. Das wissen schon alle, oder wie? Nein, ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht, wohin es genau hingehen wird. Also ich möchte eigentlich ganz gerne wieder eine Daily Personality Show sozusagen machen. Daily? Achso, Daily. Entschuldigung, ich sage Weekly. Weekly. Daily, Weekly. Daily, Weekly, New Daily, das ist ja alles. Alles dasselbe. Zumindest, dass man mal auf dem Schirm wieder ist. Ja. Und dann einmal die Woche. Einmal die Woche wäre ganz gut. Also sowieso wie Beckmann, Illner, Plasberg. Sowas halt. Ja. Mit dem politischen Anspruch allerdings. Ach so. Also das ist eine neue Facette des Oliver Pocher. Ja, ja, die wollen wir auch mal sehen. Ja, wie so Diskussionen mit Kurt Beck oder wie oder so? Da fühle ich mich dem nicht gewachsen. Also da das ist gut, dass du bescheiden geblieben bist. Ja, das ist das Wichtigste. Dass man auch, ja, aber wer wäre ein Politiker, dem du dich gewachsen fühlst? Ja. Ja. Hey, sag doch mal. Na, ich weiß es nicht. Sag du mir, du musst es doch sagen. Ich sag dir, wer ein guter Gast für deine erste Weekly wäre. Na? Christian Wulff. Ja, das im Grunde stimmt. Dein Ministerpräsident aus Niedersachsen. Mit dem komme ich sogar gut zurecht. Ja, der ist ein nett, sympathischer, locker irgendwie. Ja. Ja. Und bei welchem Sender läuft das denn? Das wissen wir noch nicht. Das heißt, du spielst die Konzerne jetzt gegeneinander aus? Nein, das nicht. Also erste Option wird sicherlich immer ProSieben sein, keine Frage. Ja. Aber es gibt ja noch andere, die schwächeln. Ja? Ja. Das läuft ja. Naja, weiß ich nicht. Sag mal, hat die Taz hat auch so gut über dich geschrieben? Die Taz hat auch geschrieben, irgendwie, dass es sensationell ist und sie nichts Negatives sagen können und die weiße Fahne hissen. Ja? Ja, und da habe ich auch so oft eigentlich immer, eigentlich bin ich ja doof und kann das auch gar nicht und das ist Pille-Palle-Humor. Du bist als Schauspieler und die Szenen, die ich gesehen habe in Ausschnitten, das machst du auch wirklich toll. Der Film wird ja insgesamt toll bewertet. Wie ist denn der Autor der Vorlage, Tommy Jaud, damit zufrieden? Normalerweise gibt es ja immer gleich Prozesse, das ist nicht mehr mein Buch. Und ich will damit nicht mehr zu tun haben. Nein, er fand das sehr gut, hat sich aber auch komplett aus dem Filmischen sozusagen rausgezogen. Er hat das Drehbuch mitgeschrieben, war 2-3 Mal am Set und ist auch, glaube ich, sehr zufrieden mit dem, was er jetzt sieht. Und verdient ja auch mit dran, wenn sich das Buch jetzt nochmal verkauft. Ja, das ist in der Bestsellerliste und sein anderes Buch, Resturlaub, glaube ich, ist auch schon wieder gleich nach vorne geklärt. Aber ganz vorne ist der Papst. Das ist richtig. Papst, Harry Potter, H.P. Kerkeling. Ich habe gerade nochmal reingeguckt. Ja. Ja, jetzt muss eigentlich noch Knut ein Buch schreiben. Wahrscheinlich. Ich bin so froh, dass es ihm wieder besser geht. Also, ja. Er hat ja irgendwie aber jetzt mal kein Zynismus und so. Nee, es muss auch mal Dinge geben, die wir gelten lassen. Und mit dem Knut, das ist schon schön. Also war wirklich Montag und so, da musste die Show abgebrochen werden, wollte nicht mit dem Ball spielen und so. Er hat es mit den Zähnen. Ich habe auch neulich gesehen, da hat Das wäre Knut zu warm, hieß es auch. Ja, ich habe neulich gesehen, da hat er dem Pfleger mit der Tatze eine reingelangt. Da hatte der Schwierigkeiten so zu tun, als ob er so lustig findet. Wirklich. Ja, wirklich, hast du gesehen? Dieser sympathische Pfleger mit dem Bart und so. Das ist schon so ähnlich wie dem Typen hier, der immer auf Daisy aufgepasst hat, vom Moshammer, ne? Der dann auch so durch die Gegend tourt und auch selber ein Star wird. Der Chauffeur, meinst Richtig, du? Richtig, der war's. War das der Chauffeur? Ja, der andere ist ja. Ja. Ja, es war der Chauffeur. Ja, es war der Chauffeur. Ja, ja. Riesenstar. Der Chauffeur. Ja, auch. Daisy. Würdest du da über sowas zum Beispiel in deiner Show Witze machen? Also wenn es jetzt, sagen wir, in dem Bereich des... Naja, also so Mord und so, aber mit Daisy halt. Also. Oder gibt es da für dich Grenzen? Oder reißt ihr jungen Leute alles rüber? Sind das New Yorker Klamotten, die du anhast? Kennst du den Laden? Klar. Ja. Man kennt den. Ja, wirklich. Anker kennt ihn auch. Ich kann New Yorker. Müssen wir
Vielleicht für die Zuschauer zu Hause aufklären, dass ein Kollege hier sitzt im Publikum. Ja. Die waren auch schwer begeistert, als hieß, Olli Pocher kommt, dachten, es wäre eine Verarsche. Na, überhaupt also, nicht. Nein. Och, da hätte auch ein anderer kommen hallo, können. Also. Hallo. Kennst du auch, müssen wir nichts vorspielen. Du hättest mal neulich hören sollen bei Götz Alsmann. Ja. Nee, das war absolut fantastisch. Ja. Aber jetzt sag mal, was sind New Yorker für Klamotten? New Yorker ist, sag ich mal, die etwas preiswertere Variante an Klamotten, die man käuflich in Großstädten erwerben kann. Okay. Haben auch schon die eine oder andere ProSieben-Sendung mit gesponsert. Ja? Zum Beispiel die Box-Sendung, eine Frage der Ehre, glaube ich, haben sie mit gesponsert. Aha. Und auch am Anfang Popstars. Ja. Und die No Angels tragen bis heute die Klamotten. Die No Angels tragen New Yorker? Ja, so sieht es zumindest aus. Ja? Ja. Du musst das auch wissen, du bist so in Vanessa verknallt. Ach, jetzt hör doch mal mit der alten Geschichte. Er gibt sich zu. Ja, aber wir sollen natürlich, New Yorker, es gibt natürlich, um noch ähnliche Produkte zu sagen. Pimki, Orsay. Armani, Gucci. Richtig. Valentino. Prada. Prada. Boss. Boss, ja, und, naja, so wie, haben wir es vergessen? Und wie heißt denn der hier? Lagerfeld, ja, und so, und Tom Opel, Ford. So, jetzt haben wir, also jetzt sind wir da raus. Also wie gesagt, aber ist das jetzt auch schon so ein Imagewandel, dass man sagt, der freche, kultige, schrille Olli Pocher, der geht jetzt mehr in so eine Richtung, wups, plötzlich sitzt er bei Anne Bilbald. Na, also das war ja nicht geplant. Also ich hatte einfach Bock, diesen Film zu drehen, weil ich das Buch sensationell lustig fand. Ja. Und bin umso glücklicher natürlich, dass es auch noch ein sehr guter Film geworden ist, der auch bei den Leuten gut ankommt. Auch das wird ja extra erwähnt. Ja? Das ist sozusagen insgesamt ein gelungener Film. Ja. Ja. Und die Leute, gehen die begeistert raus? Oder? Ich habe es jetzt das ein oder andere Mal gesehen und sie bleiben zumindest bis zum Ende des Abspannes sitzen. Und der Großteil geht auch groß zufrieden raus. Ja. Also was sollte ich jetzt auch andere sagen an der Stelle? Ja, ist aber auch wirklich so. Ja, und du bist auch bei vielen Vorstellungen dabei, um vor Ort nochmal per. Ja, wir machen eine Kinotour. Also da war ich dann auch, bin ich in dem einen oder anderen Kino zu Gast. Morgen zum Beispiel hier in der Ecke dann Leverkusen, Siegburg und sowas halt. Geht in die großen Cineplexe, sagt Hallo, schüttelt Hände. Ist wie eine Audienz beim Papst praktisch. Natürlich. Und man kann dich auch befragen, ja? Ja, es gibt immer ein lustiges Frage-Antwort-Spiel. Und meine einzige Vorgabe ist eine intelligente Frage. Das hält nicht jeder so ein, aber dann gibt es halt ein T-Shirt. Wirklich? Ja, ist ja dann auch, weil bei doofen Fragen muss man den Leuten irgendwas umsonst geben und dann ist auch gut. Ach so. Oder eloquent darauf antworten. Ja, ja. Aber gut, in so einem Cineplex ist man natürlich auch unter Druck. Man will ja auch, dass die Fans zufrieden nach Hause gehen und ja, so. Ja, das passiert schon. Also, der Film heißt Vollidiot. Gucken Sie, dass Sie noch eine Karte kriegen. Es ist ausverkauft bis unters Dach. Komplett? Ja, wir hätten ja auch Pech haben können in der ersten Woche und es wäre Sommer. Ja, der Denkeck hat übrigens der Autor nicht ganz kapiert, habe ich gelesen. Das habe ich auch so gemerkt. Die haben auch alle Schiss gehabt irgendwie. Wir sind mit zwei Autos gefahren und er war 15 Minuten bei uns im VW-Bus und auf einmal hielten wir auf der Strecke an und er ist ausgestiegen und haben alle gedacht, oh scheiße, der Typ von der FAZ, was jetzt wohl passiert. Aber er hatte alles im Kasten. Nach einer Viertelstunde? Viertelstunde. Wahnsinn. Und sensationell. Sensationell. Absolut sensationell. Meine Damen und Herren, voll Idiot, Olli Pocher. Jetzt kommt die... Ja, das ist kein Problem. Das passiert doch. Ja. Es ist ja auch nicht unbeabsichtigt, dass man liegt, oder? Nein. Das ist auch die meistgestellte Frage, wie viel Vollidiot steckt in Olli Pocher? Und so. Ja. Gut. Hat man also auch. Jetzt die Doku Leben, Lieben, Kinder kriegen. Und morgen, das ist ganz wichtig. Scheibenwischer, bist du nicht dabei? Morgen bin ich im Heute-Journal. Ja. Und nächste Woche sind wir dann wieder zur Stelle Gast. Und da kommt Smudo. Ja, kennst du? Ja, Fanta 4. Und, wie gefällt dir die neue Scheibe? Fornica ist wirklich ein sehr gutes Album. Haben uns aber leider für einen Film abgesagt, für eine Szene. Hui. Naja, kannst du vielleicht Mittwoch mal drüber reden. Ich werde den Jungen grillen. Ja, natürlich. Ja. Olli, toi, toi, toi. Ja, viel Erfolg und lass uns rechtzeitig wissen, wo diese Weekly dann über den Schirm geht. Natürlich. Aber wahrscheinlich wirst du doch deinem alten Heimatsender ProSieben... kennst du die neuen Eigentümer schon? Nee, sind das Türken jetzt, oder... Nee, jetzt despektierlich kommt das rüber. Nein, ich glaube Engländer. Was? Und mit Deutsche auch. Echt? Ja, ich glaube. Man kriegt es gar nicht mehr mit, ist ja jede Woche jemand anders. Aber wir sind ja so die Prostituierte des Senders mit ProSieben. Wir werden ja immer weiterverkauft für einen guten Preis. Irgendwie. Ja, aber okay, immerhin hält noch einer. Ja, da stehe ich noch an der Straße und winke und es rauscht alles vorbei. So, meine Damen und Herren. Wie heißt die Sendung, die jetzt kommt? Jetzt kommt irgendwas mit Liebe, Kinder kriegen und... Doku, komm. Leben, Lieben. Ach nee, Leben, Lieben, Leben, Kinder, Lieben kriegen. Kinder kriegen. Die Dokumentation. Einfach ESF. Also, viel Spaß.